Thema für, ich sag mal, die nächsten ungefähr 45 Minuten. Und von daher möchte ich Sie gerne hier ein bisschen näher zum Thema bringen und was sich tatsächlich hinter Low-Code und Digital Workplace tatsächlich verbirgt. Bevor wir tatsächlich mit der eigentlichen Thematik anfangen, ganz kurz organisatorisch am Anfang. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, während dem Webinar Fragen zu stellen. Das heißt, Sie haben ein Fenster, wo Fragen steht und Sie können jederzeit hier reinschreiben. Ich würde auch sagen, wir testen das einmal ganz kurz. Tippen Sie einfach mal, woher Sie kommen. Dann wissen wir, dass es auch schon funktioniert bei Ihnen. Unten rechts Questions, beziehungsweise wenn es auf Deutsch ist, Fragen, haben Sie die Möglichkeit einzutragen. Das ist so ein kleiner Test für Sie, damit Sie auch die Funktionalität kennenlernen. Ja, perfekt. Gut. Machen wir einmal weiter. Und zwar nach dem Webinar haben wir natürlich auch die Möglichkeit, gemeinsam auf Ihre Fragen einzugehen. Und anschließend auch natürlich, falls Sie Interesse haben, ein individuelles Webinar vereinbaren, wenn Sie etwas mehr in die Thematik einsteigen wollen, speziell auf Ihre Anforderungen oder einfach mal gerne ein loser Austausch am Telefon oder per E-Mail. Von daher sehr frei an der Stelle. Ja, ganz kurz zu mir, damit Sie auch wissen, wer das Webinar für Sie hält. Mein Name ist Viktor Steinmetz. Ich bin im Pre-Sales und Partner Consulting Team. Und seit über 9 Jahren bei United Planet tätig, habe einige Kundentermine mit begleitet. Und wenn ich jetzt mal meine Persönlichkeit in 2 Ebenen einteilen könnte, dann wäre ungefähr 65% bei mir als Fähigkeit der technische Vertrieb. Das heißt, wir begleiten Kunden und Partner während der Anforderungsphase. Das heißt, was für Anforderungen haben Sie? Wie kriegt man das gelöst? Zeigen Ihnen die Produkte auf, die angeboten werden. Ja, und der zweite Bereich ist die Programmierung, also ein bisschen Informatik als Background, schadet nicht im technischen Vertrieb. Von daher würde ich das mal so grob einschätzen. Ja, viel tiefer würde ich auch gar nicht damit einsteigen und ich aktiviere einfach nochmal meine Webcam, dann können Sie auch mich entsprechend mal live sehen während dem Webinar, falls Sie Interesse haben. Hallo zusammen. So, wir machen einmal weiter mit den Folien und eigentlich mit unserem Hauptthema. Das heißt, was wollen wir denn heute überhaupt anschauen? Unsere Thematik ist ja Low-Code und Digital Workplace in einem. Aber bevor wir auf diese Thematiken eingehen, ganz kurz auf die häufigen Herausforderungen, was auch an Unternehmen ja gestellt wird. Und ein bisschen habe ich vorweggenommen, der Generationenwandel. Hier ist es so, dass diese Punkte mehr auf den Fokus Software jetzt von meiner Seite aus gezeigt werden und was damit auch Low-Code und Digital Workplace zu tun haben. Danach steigen wir in die Live-Demo ein, nachdem wir ein bisschen die Begrifflichkeiten geklärt haben. Ich zeige Ihnen mal 2 Bereiche und nach der Live-Demo einmal auch, was bringt das Ganze für Unternehmen? Was ist der Nutzen daraus? Vor allem auch aus die Auswirkungen eines Digital Workplace oder einer Low-Code-Plattform. Die Vorteile und 2 Case-Studies, also 2 Beispiele von unseren Kunden habe ich Ihnen mitgebracht, was die für eine Ausgangslage hatten und was die am Ende tatsächlich erzielt haben. Ganz zum Schluss nochmal, dass Sie auf Ihre Fragen eben eingehen und entsprechend miteinander uns austauschen. Ja, sehr häufig, wenn wir jetzt einfach mal den Begriff an sich Digital Workplace nehmen, wird damit impliziert, dass man ein im Regelfall Smartphone hat, ein Tablet und ein Notebook. Ich brauche sonst nichts mehr, ich kann damit machen. Und vielleicht ergibt sich auch noch so eine schöne Aussicht wie auf dem Bild, was Sie gerade sehen. Die Realität sieht häufig etwas anders aus. Man hat immer noch Papier, vielleicht auch ein bisschen Unordnung, wie man hier mit Absicht ein bisschen hervorgerufen hat. Aber der wichtige Part ist, es sind sehr viele Informationen, was wir hier auf dem Bildschirm sehen. Jedoch ist es so, dass daraus auch Fehlerquellen entstehen können. Das bedeutet, ich habe sehr viele Infos, muss sie aber suchen, finde sie vielleicht nicht. Wenn ich sie übertragen muss auf ein anderes System oder dem Kollegen,
Ist es eine Fehlertoleranz? Vielleicht sind die Informationen unvollständig oder tatsächlich komplett falsch übernommen worden, weil ich einen Tippfehler habe. Sowas kann entstehen und dementsprechend schauen wir uns da die Thematik etwas tiefer an. Was sind denn typischerweise Herausforderungen in Unternehmen und vor allem eben auf Focus Software in diesem Beispiel? Und ein Punkt ist ja, Unternehmen haben ein Kerngeschäft. Das heißt, ein Hauptprodukt, eine Dienstleistung, was auch immer. Und dementsprechend muss man hier auch wettbewerbsfähig sein und damit auch Geld verdienen mit dem Kerngeschäft an sich. Jetzt ist es aber so, dass die Anforderungen zur Unterstützung dieser Kernbereiche oftmals von der Software unterstützt werden müssen. Das heißt, die Software muss immer mehr eingesetzt werden, um teilweise rentabler zu sein, schneller zu sein oder überhaupt etwas liefern zu können. Dementsprechend ist aber auch die Flexibilität notwendig. Heißt, wenn sich jetzt so eine Anforderung ändert, muss sich die Software entsprechend auch mit anpassen können. Ist es nicht der Fall, verbiegt man das Unternehmen und gegebenenfalls ist das Kerngeschäft nicht so funktional nutzbar wie geplant gewesen. Daher ist natürlich diese Herausforderung an die Software recht hoch gegeben. Und wenn jetzt solche Anforderungen da sind und ich teilweise Speziallösungen benötige, dann entstehen viele Insellösungen. Das heißt, ich habe sehr viele kleine Lösungen, die können an sich ja auch sehr gut gebaut sein, aber ich habe so viele oftmals in Unternehmen, dass ich gar nicht weiß, welches ich dann zum richtigen Zweck verwenden soll. Also was mache ich dann tatsächlich mit der jeweiligen Softwarelösung? Und wie kriege ich oftmals Informationen von einer Lösung in die andere, die relevant sind? Ist das überhaupt möglich? Also solche Thematiken entstehen dann und es ist eine starke Herausforderung derzeit in Unternehmen. Also entschließen sich auch viele Unternehmen, okay, wir haben jetzt so einen speziellen Kernbereich, den müssen wir so gut unterstützen, also brauchen wir eine Individualsoftware. Dadurch entstehen bei Individualsoftware sehr häufig auch hohe Kosten. Das heißt, ich muss von null auf bis nach oben alles neu entwickeln. Ein weiterer Bereich, der so häufig vorkommt, ist der Generationenwandel. Das heißt, jetzt ein bisschen weg von der Software. Wir haben immer mehr natürlich junge Menschen, die in die Arbeit eintreten. Und ab den 1980er spricht man ungefähr von den Digital Natives. Das heißt, die Personen, die im Regelfall schon mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Wenn man jetzt die Generation Z nimmt, dann ist es teilweise, dass die das Smartphone in der Hand ständig haben, eine Smartwatch und wirklich digital aufgewachsen sind und gewohnt sind, mehr mit Anwendungen direkt zu arbeiten, anstatt natürlich solche riesen Softwarepakete wie zuvor. Und diese Personen kommen jetzt immer mehr in die Unternehmen rein. Das heißt, die haben eine ganz andere Herausforderung, was am Ende tatsächlich zum Nutzen ist. Und ich persönlich selber merke es in den Vorstellungsgesprächen immer mehr, dass gefragt wird, ja, wie arbeiten wir, wie kommunizieren wir, nutzen wir WhatsApp zum Beispiel, gab es auch schon Fragen. Und dementsprechend muss man hier eine Antwort parat haben und den Mitarbeitern oder den potenziellen Neuen auch Möglichkeiten aufbieten, dass die sich wohlfühlen damit. Und es wird immer mehr kommen. So mal ganz kurz einen Ausschnitt zu den ersten Herausforderungen von Unternehmen, die auch sehr häufig existieren. Das heißt, damit aber jetzt so eine Herausforderung gelöst werden kann, setzt man sehr häufig auf sogenannte Low-Code-Plattformen. Ich habe mal ein Zitat von einem Kunden mitgebracht zu Low-Code. Und zwar ist das ein Großhandelsunternehmen. Und die haben nach einer Intranet-Lösung gesucht, haben aber jetzt keinen echten Programmierer in dem Fall für diese Lösung gebraucht. Das heißt, die haben, um die Lösung zu entwickeln, eine Low-Code-Plattform genommen, um ein Intranet abzubilden und innerhalb von 8 Monaten ohne IT-Kenntnisse, oder man muss IT-affin sein, ganz klar, aber ohne stärkere IT-Kenntnisse selber entwickelt. Und die bauen das kontinuierlich aus. Das heißt, so ein System, das lebt immer weiter. Das heißt, Prozesse in Unternehmen passen sich an, also passt man das mit der Low-Code-Plattform entsprechend an. Die Low-Code-Plattform selber ist aber so aufgebaut, dass man größtenteils nur grafische Entwicklung hat. Also Entwicklung
wird sehr häufig interpretiert durch Programmierung. Da muss man eben bei der Low-Code-Plattform anders denken, also umdenken. Und dementsprechend haben wir hier mehr vorbereitete Designer, um solche Lösungen zu schaffen. Also ich muss da nicht wirklich Java-Code oder C-Sharp-Code einfügen. Ziel von so einer Low-Code-Plattform ist natürlich auch, dass die einfach bedienbar ist. Das heißt, aus User-Sicht als auch aus der Entwicklungssicht. Das Ergebnis für einen Benutzer, der später damit arbeiten soll mit so einer Lösung, muss natürlich genauso einfach sein wie für den Entwickler, der das aufbereitet. Eine weitere Herausforderung oder beziehungsweise ein Thema für Low-Code ist, es muss einfach sein. Also das ist ein Grundwort im Low-Code. Es muss von der Einrichtung her, also Grundeinrichtung, sehr simpel zu nutzen sein. Das heißt, wenn ich das in meinem Haus betreiben will, on-premise sprich, dann muss es easy zum Installieren sein, aufbereiten, nutzen. Also man spricht auch häufig von One-Click-Deployment. Und kann aber das Ganze auch in der Cloud betreiben. Das Ganze gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, das heißt PaaS, also Platform as a Service oder auch Software as a Service. Je nachdem, wie weit man auch selber eingreifen will, weil sehr häufig gibt es auch bei Low-Code-Plattformen Partner, die unterstützen einen in der Entwicklung. Das heißt, ich kann die Anfang weitergeben und die Partner entwickeln das Ganze, weil das Know-how grundsätzlich durch das Know-how der Software da ist. Also sehr einfach auch entsprechend auf dem Markt Leute zu finden, die das Produkt bedienen können. Das nächste ist bei der Low-Code-Plattform schon mehrfach erwähnt, Flexibilität. Wir setzen hier darauf, dass es eine Web-Umgebung ist. Schlussendlich greifen die Mitarbeiter oder die Benutzer dieser Lösung, also diese Web-Anwendung, über einen Browser zu und brauchen keine zusätzliche Installation. Das ist nochmal ein Unterschied zu sehr vielen anderen Systemen, die man als Insellösung bezeichnen würde. Die haben häufig nicht nur einen Webbrowser oder keinen Webbrowser-Zugriff, sondern eine richtige Installationsnotwendigkeit auf den PCs von den Benutzern. Aus dem Aufbau einer Web-Anwendung kommt immer mehr so eine Workflow-Engine. Im Hintergrund geht es darum, wenn jetzt Unternehmen bestimmte Prozesse zum Ablauf haben, das heißt, ich habe jetzt beispielsweise einen Investitionsantrag, da muss ich gegebenenfalls in den Genehmigungsstufen einbauen und wenn die sich ändern, entsprechend auch über die Flexibilität anpassen können. Genau das bieten auch wiederum diese Workflow-Engines dahinter bei den Low-Code-Plattformen. Ein wesentlicher Punkt, ziemlich wichtig, ist die Integration von Fremdsystemen. Auch hier, wenn wir auf die Insellösungen zurückgreifen, wenn ich jetzt 10 Systeme habe, könnte ich auch eine Low-Code-Plattform davor setzen, die die jeweiligen Systeme anbindet und das auch aufbereiten kann, so dass ich nur noch ein System zum Verwenden brauche, das aber natürlich mit den anderen kommuniziert über Schnittstellen. Und eins der wichtigsten Punkte ebenfalls hier, Benutzermanagement. Wie kriege ich das meinen Benutzern personalisiert dargestellt? Wie können meine Mitarbeiter darauf zugreifen? Wie könnten meine Partner darauf zugreifen? Lieferanten, Kunden etc. Hier geht es darum, dass man solche Benutzerverwaltungen zentral aufbereiten kann und natürlich hier Rechte vergibt, also Sicherheit als Thema. Ich habe die Möglichkeit, ohne großen Programmieraufwand oder gar keinen Programmieraufwand Berechtigung zu setzen und zu verteilen. Ja, soweit so ein kleiner Überblick. Wichtig ist dabei aber, dass alle Komponenten nahtlos zusammenspielen. Das heißt, vom Benutzermanagement über Integration, Workflow, Flexibilität von Webanwendungen und die einfache Einrichtung, alles in einem. Ja, Low-Code selber ist für den Digital Workplace sehr häufig eine Grundbasis. Das heißt, man nutzt so eine Plattform wie Low-Code, um einen Digital Workplace aufzubereiten. Doch was ist überhaupt ein Digital Workplace? Das Ganze hat sich ein bisschen stufenweise ergeben. Am Anfang spricht man oder hat früher gesprochen von so einem Core-Intranet. Das heißt, für Digital Workplace ist der Ursprung Intranet. Und die Intranet selber als klassischer Begriff gibt es schon sehr lange. Die wurden sehr häufig dafür verwendet, um top-down Informationen bereitzustellen. Das heißt, bestimmte wenige Redakteure oder Führungspositionen haben Informationen eingetragen und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.
Die Mitarbeiter hatten keine Möglichkeit, selber aktiv zu werden, bis auf das Lesen von diesen Informationen. Irgendwann mal hat gedacht, okay, das wäre doch sehr sinnvoll, wenn man die Mitarbeiter einbindet. Und so kam es zu einem Social Intranet. Beim Social Intranet ist es mehr ein dynamischer Content, der wächst dynamisch von den Mitarbeitern selber. Sie können aktiv werden, sie können untereinander sich austauschen, Interaktionen bewegen. Und entsprechend natürlich hier einen Wissensstamm aufbauen innerhalb dieser Lösung. Und aus der Social Internet Plattform kam der Digital Workplace, der obendrauf noch zusätzliche individuelle Prozesse ermöglicht, also die Anpassung, was wir vorhin aus dieser Low-Code-Plattform gesehen haben, und natürlich die Integration von Fremdsystemen. Also ich habe die Möglichkeit zu kommunizieren und ich habe individuelle Anwendungen, die gegebenenfalls Insellösungen abschaffen oder integrieren können. Also alles in einem als Paket und dementsprechend kommt auch das Wort zustande Digital Workplace. Was ist nochmal genauer ein Digital Workplace? Was verstehen wir darunter? Wir nehmen mal als Grundbasis nochmal die verschiedenen Systeme, die in einem Unternehmen sehr häufig existieren. Das heißt ein ERP, Customer Relationship Management. Genauso können es aber auch Sensoren sein, Maschinen in der Produktion, die man einbindet. Also da gibt es keine Grenzen, Produktionsplanungssysteme und so weiter. Immer mehr kommt aber auch der Web- und Cloud-Bereich, also Web-Services, die man konsumieren kann aus dem Internet heraus. Ein weiterer Bereich sind auch Datenbanken, die in einem Unternehmen existieren. Hierzu zähle ich auch ein bisschen die Netzlaufwerke, also wenn Sie Dateien auf Laufwerken ablegen und anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, ich kenne kaum ein Unternehmen, was das nicht hat, werden hierüber gehandelt. Und das Framework für den Digital Workplace setzt genau darauf auf. Hier geht es darum, im ersten Schritt all diese verschiedenen Systeme, ob es jetzt Cloud, Netzlaufwerke oder sonstige Systeme ist, miteinander verbinden zu können, also diese Integration. Hier bleibe ich gerne nochmal bei einem Investitionsantrag, beziehungsweise nehmen wir mal so ein Shop-System intern in einem Unternehmen. Nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter möchte einen Bürostuhl. Für den Bürostuhl muss er einen Antrag stellen, beziehungsweise im ersten Schritt muss er ja irgendwelche Produkte angeboten bekommen. Diese Produkte können aus dem Internet zum Beispiel kommen, von einem Lieferanten per Webservice. Und die wollen wir aufgreifen und dem Mitarbeiter zur Nutzung bereitstellen. Ja, damit aber sowas aufbereitet werden kann, brauchen wir auch Prozesse. In den Prozessen geht es darum, wenn jetzt so ein Mitarbeiter sagt, ich brauche einen Bürostuhl, folgende Marke, die vom Lieferanten uns zur Verfügung steht. Dann geht es weiter an den Vorgesetzten, der gegebenenfalls diesen Stuhl genehmigen muss, bis zu einer gewissen Grenze an Limit für den Abteilungsleiter. Wenn er dieses Limit übersteigt, weil der Mitarbeiter vielleicht gleich 10 Stühle für all seine Kollegen bestellt, dann muss vielleicht auch die Geschäftsführung oder sonstige Positionen hier genehmigen. Sowas wird individuell in den Prozessen gelöst. Und ein wesentlicher Punkt ist, diese Prozesse müssen so flexibel sein, dass man die jederzeit an die Bedürfnisse anpasst. Also nehmen wir mal an, die Führungsposition wechselt sich, dann darf sie nicht fix eingetragen sein. Eine Genehmigungs- oder Hierstufe kommt dazu, dann muss es entsprechend erweitert werden können. Fällt eine weg, muss es wieder gekürzt werden können. Sowas recht flexibel aufzubauen. Die Sicht für den Mitarbeiter selber, um diesen Antrag zu gestalten, passiert über Web-Anwendungen, also Web-Applikationen. Also füllt er so einen Antrag aus und dafür gibt es in diesem Low-Code und Digital Workplace Framework eine Möglichkeit, das individuell zu gestalten. Welche Informationen brauche ich? Woher kommen die Informationen über diese Datenintegration? Das heißt, die spielen alle durch alle Ebenen hinweg zusammen. Genauso die Kommunikation. Also was ist, wenn jetzt mein Vorgesetzter nach meinem Antrag sagt, ich möchte mehr Informationen, also Kommunikation an der Stelle. Wenn jetzt aber auch ein Feedback kommt, welche Stühle sind gut, Bewertungen und so weiter. Das passiert ein bisschen auf dieser Zusammenarbeitungsebene, dass ich Auswertungen fahren kann. Was sind auch die häufigsten Stühle, die bestellt werden und so weiter. Stühle nur natürlich als provisorisch als Beispiel hier.
sehr wichtig und immer mehr, dadurch, dass wir auch diese Generation Z haben, leichter Zugriff. Wie komme ich an die Informationen ohne Komplexität? Komplex kann jeder. Einfach zu gestalten, das ist die Kunst. Hier geht es darum, dass man über responsive, das heißt Umbrüche auf Smartphone aus einer Sicht, das heißt man gestaltet einmal eine Darstellung und die passt sich individuell an, auf das Endgerät an, Smartphone, Tablet, Bildschirm etc. an und der Benutzer kann es direkt bedienen. Natürlich muss es auch sicher sein. Wenn es nicht sicher ist, wird man es nicht verwenden. Von da als Grundlogik hier dahinter. Bei diesem Framework sehen wir aber nicht nur die Mitarbeiter im Fokus. Es können genauso gut auch die Produktion sein. Das heißt, wenn ich solche Stühle bestellt habe und ein Webservice zur Verfügung steht, der mir sagt, wie weit ist denn die Produktion meiner Stühle, dass ich selber nachschauen kann, wann ungefähr der Liefertermin ist. Und dadurch könnte ich auch einen Partner, also einen Servicepartner einbinden, der mir diese Stühle montiert. Alles aus einer Lösung. Und die Lieferanten haben wir auch schon, wo wir die Produkte gegebenenfalls als Webservice auch mit integrieren können. Bei diesem Digital Workplace, es ist so, dass es verschiedene Ausbaustufen gibt. Das heißt, es hört sich ja als Framework immer sehr schön an. Man hat viele Möglichkeiten. Diese muss man aber auch nutzen. Wenn man das nicht macht, dann bringt auch das beste System nichts. Das heißt, sehr häufig wird es eingestuft von 1 bis 5. 1 als Basic bedeutet an sich, es ist schon als Projekt oder eine Softwarelösung wurde entschieden, ist aber sehr häufig noch ein IT-Thema. Das heißt, die IT oder die verantwortlichen Projektleiter kümmern sich um das System. Das können interne sein, aber auch externe. Dann haben wir den Bereich Low. Bei Low ist es so, dass die ersten Anwendungen existieren. Also nehmen wir mal diesen Investitionsantrag, der wurde vorbereitet und die ersten Key-Benutzer testen das schon mal, also Stakeholder. Wenn jetzt diese Stakeholder das alles freigegeben haben, dann kommt es zu der Stufe 3 mit. Das ist eine sehr gefährliche Stufe. Das heißt, die Lösung an sich wurde schon mal jetzt umgesetzt. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, diese Lösung zu nutzen. Aber die sind teilweise noch nicht ganz zufrieden. Das heißt, funktional läuft vielleicht alles durch, aber nutzungstechnisch, Usability ist Ausbaupotenzial da. Oder vielleicht auch noch mehr Automatisierung. Also ist das Ziel für die meisten Unternehmen bei so einer Lösung schnell von 1 bis zum Punkt 4 zu kommen. High. Bei High ist ein starker Fokus auf Usability gelegt. Das heißt, die Mitarbeiter fühlen sich sehr wohl mit der Bedienung der Lösung und die ist natürlich stark integriert und funktioniert sauber von den Prozessschritten. Die maximale Ausbaustufe mit 5 und Excel, also steht jetzt nicht für Microsoft Excel, sondern eher als exzellent, geht darum, dass man diese Automatisierung nochmal auf eine Ebene höher bringt und diese Plattform nicht nur operativ genutzt wird, sondern als strategisches Gut im Unternehmen. Also auch in die Planung weiter zukünftig mit berücksichtigt. Soweit mal als Definition zum Digital Workplace aus Framework-Sicht. Ja, wir kommen eigentlich zu dem Thema, dass wir uns das, so ein Beispiel auch live anschauen. Dabei möchte ich Ihnen in der Live-Demo einmal so als Beispiel, wir haben ein Demo-Portal, das heißt MyIntrex, präsentieren, wie es für den User als Web-Ansicht aussehen könnte. Und auch eine Low-Code-Plattform hier, den Intrex Portal Manager. Das ist die Administrationsoberfläche, wo entweder externe oder die IT-Mannschaft sehr häufig für die Entwicklung der jeweiligen Lösung verwendet. Wenn Sie das Ganze auch mal selber ausprobieren wollen, wir haben die Möglichkeit, dass Sie das online beantragen. Es ist kostenfrei für einen Test und Sie kriegen so ein Demo-Portal als PaaS-Solution. Also Plattform as a Service angeboten, da können Sie auch administrativ tätig werden und auch mal das Ergebnis sehen und mal so ein Gefühl für eine Low-Code-Plattform bekommen. Verlassen wir einmal die Folien. Sie sollten nun direkt schon ein Screen sehen können, wo das Demo-Portal aufgerufen ist. In diesem Fall bin ich noch nicht eingeloggt an dem Portal. Hat den Hintergrund, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich zu authentifizieren. Das heißt, die einen wollen automatisch angemeldet werden mit den Zugangsdaten vom PC. Das ist möglich. Man kann aber auch zum Beispiel so ein Portal nach außen schalten
wo auch Partner, Lieferanten, wer auch immer von Ihrer Seite gewünscht, die Möglichkeit hat, sich einzuloggen. Dann müsste man Benutzername und Passwort eingeben. Hier ist bei mir jetzt mal das Passwort ausgeblendet. Genauso ist es auch möglich, Informationen ohne Login aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Hier sind es jetzt News. Das heißt, wenn ich jetzt da draufklicke, könnte ich jetzt sehen, oh, und wir haben eine Ankündigung neuer wichtiger Kunde, wo wir vielleicht eine Case Study zusammen haben. Nach dem Login selber ist in so einer typischen Plattform alles personalisiert. Also ich als Peter Meyer sehe meinen individuellen Startbildschirm. Aus IT-Sicht kann man sowas auch verbieten und sagt, ich gebe alles vor, ich will fix haben. Auch das ist möglich. Ich möchte hier eher zeigen, dass man auch viel Flexibilität reinbringen kann. Also die Startseite an sich, wenn ich sage, ich arbeite mit dem Telefonbuch so oft und so gerne, habe ich die Möglichkeit, auch diese Informationen beliebig zu verändern. Das heißt, das Telefonbuch wäre jetzt oben. Wenn ich jetzt meine Aufgaben aus dem Projektmanagement habe, dann könnte ich die auch natürlich ebenfalls verschieben auf die oberste Ebene. Einmal abspeichern die Änderungen und dann ist es an meinem persönlichen Account. Und wenn ich jetzt auch einen PC wechseln sollte oder mit dem Smartphone zugreife, dann ist es entsprechend angepasst. Bei den Aufgaben selber ist es so, dass man natürlich auch hier frei arbeiten kann. Man kann in die Aufgaben reingehen, natürlich Anhänge durchführen etc. Das sind jetzt einfach Beispielanwendungen von meiner Seite. Auf der rechten Seite haben wir auch einen Social Stream, also ähnlich wie man das jetzt von den Plattformen LinkedIn, Xing, Facebook und Co. kennt, hat man die Möglichkeit, Beiträge zu schreiben. Ich kann Personen direkt definieren oder natürlich meine Kontakte aktivieren, dass die die Info bekommen. Man kann natürlich auch Zusatzinformationen aktivieren, wie zum Beispiel, dass ich für diesen Beitrag gerne eine Lesebestätigung hätte. So ist es dann individuell möglich von jedem Mitarbeiter. Diese Plattform, wie wir es auf der rechten Seite haben, die bietet viel mehr noch als einen reinen Social Stream. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier meine Gruppen zu verwalten. Ich sehe es auch in zwei verschiedenen Gruppen, gibt es neue Informationen für mich. Ich kann hier reingehen und habe natürlich dann meine Favoriten und ich sehe auch, dass es bei der Marketingoffensive gibt es zwei neue Beiträge. Dann weiß ich auch, wo ich direkt in der Gruppe nachschauen soll. Man kann Events planen, verschiedene Profile anschauen und man kann für jedes Profil oder für sich selber eine Kenntnismenge hinterlegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Java programmieren kann und ich habe es vorhin mit 35% angegeben und runden würde, dann wäre ich ungefähr von 4 von 10 Sternen mit der Ausprägung Programmierung. Man hat einen Chat und viele weitere Elemente. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf alle eingehen. Wenn Sie Interesse haben, geben Sie mir Bescheid und wir können auch individuell diese Lösung intensiver anschauen. Wo wir uns hauptsächlich bewegt haben, ich habe jetzt mal hier den Investitionsantrag und im Investitionsantrag selber sehe ich jetzt mal alle Anträge, weil ich berechtigt bin von mir selber. Ich sehe auch, dass sehr viele neu sind und noch nicht freigegeben. Wenn ich jetzt aber die Berechtigung habe, welche freizugeben, könnte ich auch darüber reingehen und entsprechend das direkt genehmigen. Das kann man frei steuern. Wie so ein Genehmigungsverfahren aussieht, ist jetzt nur ein sehr simples Beispiel an der Stelle. Und wenn ich einen neuen Investitionsantrag stellen will, also nehmen wir mal einen Bürostuhl, dann könnte ich hier entsprechendes reinschreiben. Mit einer Integration zu einer Fremdsoftware hätte ich hier beispielsweise eine Dropdown-Liste oder eine Suchmöglichkeit nach den verschiedenen Möglichkeiten. Betrag ist, ich habe jetzt ein Angebot beispielsweise bekommen, was ich hier anhängen könnte. Der kostet 300 Euro, habe mich selber schon drum gekümmert und sage noch, das ist Büroausstattung. Speichere das Ganze und dadurch wird der Antrag gestellt. So, dahinter liegt ja aber die Administrationsoberfläche. Das heißt, wie kriege ich so ein Formular gestaltet, angepasst? Im Intrex Portal Manager, so heißt das hier, habe ich auch verschiedene Module. Das heißt, ich habe es jetzt mal auf Englisch, man kann das aber auch auf Deutsch umstellen, das ist Ihnen frei überlassen. Ich habe hier Applikationen, Prozesse, Benutzermanagement, Design ist für die Optik und eine Integration. Tools ist mehr zur Übersicht, wie viele aktuell angemeldete Benutzer habe ich,
Wie ist die Auslastung von der Datenbank? Wie ist die Suche konfiguriert und so weiter? Bei der Suche selber vielleicht noch ein kurzes Stichwort. Es ist eine Volltextsuche integriert. So. Wenn ich jetzt das Ganze bearbeiten will, kann ich in die Lösung reingehen, kann mich anmelden und habe die Möglichkeit, meine Applikationen individuell anzupassen. Das heißt, in den Applikationen gibt es hier die Variante, bei Published alle bereits existierenden Anwendungen zu nutzen. Und wenn wir mal den Investitionsantrag aufrufen, dann kriegen wir eine Übersicht der aktuellen Applikationsstruktur. Im Regelfall ist es so aufgebaut, dass man Seiten und Tabellen hat und dementsprechend hier auch der Investment Request. Und wenn ich jetzt so ein Formular für eine Investitionsanfrage bearbeiten möchte, habe ich die Möglichkeit, hier drauf zu gehen und das per Drag and Drop individuell zusammenzustellen. Das heißt, auf der linken Seite sehen wir alle Elemente, die vorbereitet sind für aus Low-Code-Sicht. Und ich habe die Möglichkeit, natürlich hier beispielsweise per Drag and Drop so ein Eingabefeld zu ergänzen. Also nehmen wir mal an, man muss einen Kommentar eingeben, warum das gewünscht ist. Dementsprechend einfach auf die Oberfläche ziehen. Wir sagen neues Dateifeld, Begründung, weiter. Dann wollen wir nochmal einen Titel oben drüber haben und die Eigenschaften angezeigt bekommen. Und ohne Begründung darf zum Beispiel dann auch nicht ein Antrag gestellt werden. Wir können das übernehmen, abspeichern und dann ist es direkt auch im Portal wirksam. Also das ist so eine Low-Code-Plattform und da kommt man sehr, sehr weit. Wir geben auch im Durchschnitt an, wenn man so eine Applikation entwickelt, auch eine recht komplexe, dass es zwischen 70 und 80% grafisch gelöst werden kann und ungefähr 20% kommt dann an Programmierung dazu. Es hängt je nach Lösung ab. Ab und zu ist es auch deutlich wenig oder gar keine Programmierung. Je nach Fremdsystem kann es zum Beispiel auch ein Tick mehr sein. Wir haben das Ganze jetzt mal abgespeichert und wenn wir nochmal in den Webbrowser wechseln und jetzt einen Investitionsantrag erfassen wollen, dann sieht das Formular etwas anders aus. Wir müssen nämlich hier noch eine Begründung angeben. Und ohne die könnte ich nicht speichern. Ja, abhängig jetzt von der Kategorie, die wir gestellt haben, gibt es hier in den Einstellungen, jetzt hier als Beispiel nur wieder, einen sogenannten Freibetrag. Und wenn zum Beispiel die Kategorie Büroausstattung gewählt wurde, dann dürfte ich zum Beispiel einen Bürostuhl bis 120 € bestellen, ohne tatsächlich eine Freigabe zu benötigen. Dieser Bereich wird gesteuert über die Prozesssicht administrativ. Also das heißt, wir gehen nochmal in den Portalmanager. Und wenn wir die Prozesse aufrufen, kann ich wieder den existierenden Prozess zum Investitionsantrag nehmen und schauen, wie sieht denn so ein Ablauf aus. In den Prozessen ist es eventgetrieben, also wenn etwas passiert im Portal, dann möchte ich eine Aktion im Prozess durchführen. Oder ich gehe zeitgesteuert ran und prüfe, ob beispielsweise ein Wiedervorlagedatum da ist. Beim Investitionsantrag würde es helfen, wenn ich sage, nach 2 Wochen oder nach einer Woche ist der Antrag immer noch nicht genehmigt, schicke ich eine Benachrichtigung an die zuständige Person, die das freigeben muss. Also, wie sieht sowas aus? Das heißt, ich habe hier einen Trigger. In diesem Fall ist es eine Investition, die gestellt wird bei einem neuen Antrag. Auch grafisch gelöst. Ich definiere einfach, woher die Quelle kommt. Dabei greifen wir auf unsere Anwendungen zurück. Und zwar bei einem neuen wollen wir das Ganze durchführen. Extrahieren wir nochmal für das Jahr und den Monat das in separate Informationsfelder. Kann hier den Status setzen. Das heißt, auch hier grafisch gesetzt, wir wollen einen neuen Antrag hier. Und danach wird geschaut, wie hoch ist das Limit. Also hier, wenn wir in den Browser nochmal kurz zurückwechseln, wird genau dieser Wert geprüft. Das Ganze geschieht ebenfalls grafisch. Also wenn wir hier in die Details gehen, haben wir die Möglichkeit, den Filter aufzurufen und schauen, also wenn das Investment Amount, die Höhe der Investition kleiner oder gleich der freigegebenen Summe ist, dann geht es weiter. Und das definiere ich in den Folgeschritten. Wenn ja, dann wird es automatisch auf freigegeben gesetzt. Ich denke, das glauben Sie mir, wenn nicht, brauche ich jetzt nicht in die Details gehen. Und
Wenn nicht, dann wird die zuständige Person gesetzt und die kann ich ebenfalls auch grafisch ermitteln und zuordnen. In diesem Fall aus den Kategorien definierte Person als die zuständige. So kann man auch sehr komplexe Prozesse abbilden, grafisch und mit wenig Programmierung bis gar keine. Also simpel zu lösen. Ein Bereich ist das Benutzermanagement. Hier wird sehr häufig auf existierende Systeme zurückgesetzt, ob es jetzt zum Beispiel ein ERP-System ist, wo solche Strukturen existieren. Die meisten nehmen eher das IT-technische Active Directory oder sonstige Directories als Grundlage auch für die Authentifizierung später. Also, dass man hier auch die Strukturen dann bekommt, wie im Unternehmen selber. Und diese Benutzer werden dann für die Rechte über Gruppen oder auch ganze Organisationseinheiten in den Anwendungen vergeben. So, ein Punkt, den ich Ihnen noch zeigen will, beziehungsweise zwei sind noch wichtig. Einmal das Layout. Wie sieht es optisch aus? Wir sehen hier auch zwei verschiedene Designs, die bei mir hinterlegt sind. Das eine heißt MyIntrex, das andere MyIntrex Dark. Und wenn wir hier reingehen, dann sehen wir auch grafisch, optisch, wie es aufbereitet ist. Und wenn ich ein Logo tauschen will, dann kann ich das auch grafisch machen und brauche hier keine Programmierung zu. Hier kann man das Logo dann einfach austauschen. Kommen wir zu einem recht wichtigen Punkt bei Low-Code-Plattformen, die Integration von Fremdsystemen. Im Regelfall gibt es auch vorbereitete Schnittstellen schon zu anderen Systemen. Bei uns ist es jetzt SAP zum Beispiel, IBM Lotus Notes, Microsoft Exchange, Abacus ist ein ERP-System aus der Schweiz. OData ist eine universelle Schnittstelle, SAP SharePoint, Office 365 kommt immer mehr, bieten wir hierfür so eine Schnittstelle an. Und auch zu Archiv- und Dokumentenmanagement, M-Files bzw. DG-Archive. Die Connector-API ermöglicht auch für Systeme, Schnittstellen aufzubereiten, die hier noch gar nicht als Connector aufgeführt sind von unserer Seite, also eine x-beliebige Software. Also hier geht es darum, dass man in Echtzeit, beziehungsweise Echtzeit ist ein gefährliches Wort, einen Direktzugriff ermöglicht aus dem Browser. Also wenn der Benutzer auf ein Formular klickt für Investitionsanträge und sagt, ich will folgende Produkte und es gibt einen Webservice von einem Lieferanten, da könnten wir auch in direkten Zugriff die Daten holen beim Klick auf diese Seite. Eine Alternative für die Direktzugriffe ist auch ein Datentransfer. Das geht eher darum, dass man natürlich Daten migrieren kann, anbindet und da kann man verschiedene Typen von Quellen definieren, von Excel über Skripte, XML-Dateien, Textdateien, Datenbanken etc. können Daten geholt werden und entsprechend in Intrex oder in sonstige Systeme wieder weiterverarbeitet werden. So mal als Grundlage. Und der Firewalker ist die Funktion, dass ich auch Netzlaufwerke einbinden kann über ein paar Path, also schlussendlich eine URL zu dem jeweiligen Netzlaufwerk. Also ONC-Pfade sind hier als Thema. Diese werden auch indiziert, so dass ich auch Dokumente suchen könnte über den Browser, die bei mir im Netzlaufwerk liegen. Ja, soweit als kleiner Überblick der verschiedenen Module. Als Auswertung dieser erfassten Investitionsanträge gibt es natürlich auch viele verschiedene Elemente, um das auch grafisch aufzubereiten. Ob es jetzt Diagramme sind oder Zeiger, die anzeigen, wie viel tatsächlich vielleicht ein Verbrauch ist. Das alles ist vorbereitet in der Applikationsentwicklung. Soweit ein kleiner Ausblick in der Live-Demo. Wir gehen noch mal kurz zurück in die PowerPoint-Folien. Ich starte sie noch mal. Und wollen als nächstes mal die Auswirkungen beziehungsweise den Nutzen. Was bringt so eine Plattform tatsächlich? Das eine ist eine kleine Studie von Deloitte. Das ist ein Unternehmen, was auch verschiedene Statistiken geführt hat hierzu. Hier heißt es von The Digital Workplace, Think, Share and Do. Und die haben hier eine Umfrage gemacht. Und eine davon besagt, dass die Talentattraktivität steigt. Also 64% aller Mitarbeiter würden für einen niedrig bezahlteren Job wechseln, wenn sie auch außerhalb vom Büro arbeiten könnten.
Ein anderer Bereich betrifft die Produktivität, also Leistungssteigerung schlussendlich. Und die steigt um 7%, wenn Software Social Networks im Unternehmen eingesetzt werden. Und eine beachtliche Zahl ist die Mitarbeiterbindung. Sobald ein Mitarbeiter sich mitbeteiligen kann in Unternehmen, steigt die Mitarbeiterbindung um bis zu 87%. Das heißt, der Mitarbeiter fühlt sich wertgeschätzt, dass er die Möglichkeit auch bekommt. Und da immer daran denken. Eine weitere Auswirkung, hier gab es eine Umfrage von School for Communication and Management und die haben über 200 Personen aus verschiedenen Unternehmen befragt, wie zufrieden sind sie mit der internen Kommunikation ihres Unternehmens. Die erste Antwort war, bei Personen, die keine Social Collaboration Plattform einsetzen, also wir merken, wir sind hier noch nicht mal beim Digital Workplace, hier ging es mehr um die Social Collaboration. Und dabei waren 3,9% sehr zufrieden, eher zufrieden 23%, weniger zufrieden 66% und nicht zufrieden waren 5,9%. Das Gleiche gab es auch für Unternehmen, die eine Social Collaboration Lösung einsetzen. Und da sieht man schon mal die Bewegung. Das heißt, die Unternehmen waren schon deutlich zufriedener, was die Kommunikation angeht, also 14,8%, eher zufrieden über die Hälfte. Und weniger zufrieden ist dann deutlich gefallen auf 26,7%. Und Personen, die immer nicht zufrieden sind, die wird es, glaube ich, auch immer geben, aber minimal gesunken dadurch. Ja, was sind jetzt denn die Vorteile vom Digital Workplace an der Stelle? Es ist so, dass am ersten Schritt natürlich die Produktivität und Effektivität steigt. Also wenn man passende Prozesse hat, und die Integration von den verschiedenen Fremdsystemen, dass ich nicht ständig wechseln muss, steigt dadurch. Wir haben die höhere Mitarbeiterbindung, wir haben es vorhin gesehen mit den 87%. Das kommt dadurch, dass natürlich die Personen selber dokumentieren können, sich einbringen, Ideen, also Ideenmanagement kann eine gute Idee dafür sein. Prozesse sind auf die Personen abgestimmt und die Personen können auch Wissen selber erfassen und bereitstellen. Der Wissenstransfer ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Was ist, wenn ein Mitarbeiter ein Unternehmen verlässt, der sehr viel Wissen hatte und es nirgendwo erfasst hat? Es ist dann weg. Ziel ist dementsprechend von einem Digital Workplace, dieses Wissen zu erfassen und anderen auch zur Verfügung zu stellen. Das Ganze soll auch nicht innerhalb einer Abteilung bleiben, es soll abteilungsübergreifend werden und im besten Fall soll das Wissen auch systemübergreifend zur Verfügung gestellt werden. Dadurch entsteht natürlich der effektive Informationstransfer, beziehungsweise das Wissen von den Experten kann so auch über die Suche gefunden werden von anderen Mitarbeitern. Vor allem auch, wenn neue anfangen, dann ist es deutlich einfacher. Wichtig ebenfalls Fehlerreduzierung. Anwendungen, die hier schon eine Logik hinterlegt bekommen haben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt, die haben entsprechend die Möglichkeit, hier weniger Fehler zu produzieren. Also die Applikationen helfen dabei. Und durch die Integration von den verschiedenen Systemen kann ich das Wissen automatisch übertragen in das jeweilige andere System, wo es notwendig ist. Also ich habe jetzt wieder weniger Insellösungen dadurch gegebenenfalls auch. Und durch das manuelle Kopieren wird eben der Fehler vermieden. Genauso gibt es auch Vorteile für Low-Code. Und bei Low-Code ist es so, dass man im Regelfall eine visuelle Applikations- und Prozessdesigner-Sicht hat. Dadurch entfallen wahnsinnig viele notwendige Programmierkenntnisse. Also man kann mit den grafischen Elementen sehr viel erstellen. Das Ganze geht deutlich schneller, wie wenn man individuell programmiert, weil bei individuell muss ich alles bedenken, von Sicherheit, wo am Anfang auch das Benutzermanagement implementiert werden muss, bis hin zu den individuellen Anwendungen, zu den Prozessen. Also wenn ich sowas programmiere, ist es ziemlich aufwendig. Und wenn es auch fertiggestellt ist, ist die Gefahr da, dass sonst die nächsten Personen, die das anschauen, damit nicht zurechtkommen. Also die Weiterentwicklung da hängen bleibt. Schnell und einfach ist es mit der Low-Code-Plattform auch dadurch, dass vorbereitete Anwendungen existieren, die nochmal an die Bedürfnisse vom jeweiligen Unternehmen angepasst werden können. Also es ist ein Mix an sich zwischen individuell und schon fertig.
Das Know-how für die Anpassungen der Anwendungen ist dann möglich, dass schlussendlich Sie im Haus das weiterentwickeln könnten, gegebenenfalls auch durch externe Partner. Da dürfen Sie frei entscheiden. Und durch die Geschwindigkeit der Entwicklung ist natürlich auch die Kostensenkung. Das gilt für interne Mitarbeiter als auch für externe Mitarbeiter bzw. eher externe Partner, die dafür als Dienstleistung bezahlt werden müssen. Des Weiteren ist bei den Low-Code-Plattformen sehr häufig so, also bei Intrex auf jeden Fall, dass man Updates und Upgrades direkt installieren kann. Also man muss kein Migrationsprojekt, was mehrere Jahre dauert, ansetzen. Das geht sehr einfach. Sowie die Risikominimierung. Viele haben ja Angst, weil man ja so viel von Anfang an beachten muss. Bei Low-Code-Plattformen kann man das individuell Schritt für Schritt ausbauen. Das heißt, ich habe ein kleines minimales Risiko am Anfang. Man startet minimal mit den notwendigen Kernelementen und baut es sukzessive aus mit den Bedürfnissen des Unternehmens. Also es wächst wieder mit. Ja, soweit eine kurze Übersicht zu den Vorteilen von Digital Workplace und Low-Code. Ich will Ihnen jetzt noch zwei kurze Case Studies vorstellen. Die eine ist von der Frankfurter Sparkasse. Und die Sparkasse, die hat die Anforderung gehabt, dass wichtige Informationen über verschiedene Systeme zuvor verteilt waren. Also genau das, was wir schon besprochen hatten davor. Und für die war es dass die Verbindung kurz weg war. Von daher, ich hoffe, Sie haben jetzt noch vieles mitbekommen. Ich wiederhole es gerade nochmal. Also das Ergebnis von der Frankfurter Sparkasse war, dass man ein webbasiertes Tool hatte, ein recht umfangreiches Portal, was ständig ausgebaut werden konnte. Zudem konnte Lotus Notes angebunden werden, um die Informationen auszulesen und wieder zur Verfügung zu stellen. Ja, und ein weiterer Case Study ist von Montana. Bei Montana ging es darum, dass also die produzieren diese schönen Maschinen, die für Schleifen von Ski und Snowboards genutzt werden. Das heißt, da wird ein Ski reingestellt, wird entsprechend geschliffen und kommt am Ende wieder raus. Und da ging es darum, dass die Kunden von dem Hersteller dieser Maschinen eine Lösung bekommen, das heißt eine mandantenfähige Lösung, wo jeder Kunde seine Auswertung bekommt. Also die sehen, wie weit ist überhaupt mein Schleifstein. Wenn es verschiedene sind, kann ich sehen, wie viele Schleifvorgänge noch übrig sind, also Predictive Maintenance an der Stelle. Und man hat auch verschiedene Auswertungen, je nach Mitarbeiter, wie viel Ski wurden produziert, wie viel produziert, sage ich schon, geschliffen. Und dann gibt es noch Unterschiede. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel so eine Maschine in den Bergen steht, wo viele Leihski auch existieren, dann werden die Leihski oftmals mit einem anderen Stein weniger scharf geschliffen, aber weil das natürlich Kosten verursacht, aber jetzt natürlich die Ski, die etwas besser geschliffen werden sollen, eher von den Kunden kommen, die direkt hier abgeben und die werden mit einem anderen Stein etwas schärfer geschliffen. Und da hat man die Auswertung, wie viele, welche Arten wurden geschliffen? Also hat man die nochmal als Auswertung.
So, an sich wollte ich Ihnen diese Bereiche kurz vorstellen. Wir kommen auch schon etwas zum Ende des Webinars. Und ich möchte jetzt gerne nochmal auf Ihre Fragen eingehen. Solange sehen Sie auch die Folie, wo Sie auch meine E-Mail notieren können, falls Sie Fragen haben oder grundsätzlich auf unsere Webseite. Und ich schaue gerade mal, ob es da Fragen gibt. Da gab es eine Frage, ob wir die Aufzeichnung zukommen lassen können. Ja, also alle, die sich angemeldet haben zum Webinar, kriegen im Nachgang auch die Aufzeichnung dazu und können sich das gerne nochmal in Ruhe anschauen. Wenn jetzt ein individuelles Webinar dafür interessant ist für Sie, geben Sie uns kurz Bescheid und das können wir dann gerne vereinbaren. Eine weitere Frage, die ich jetzt hier habe, ist, können die Low-Code-Plattformen auch komplexe Prozesse abbilden und lösen? Ja, durchaus. Das heißt, durch die Workflow-Engine und die Applikationsdesigner mit der Integration vereint, kann man durchaus auch sehr komplexe Anwendungen realisieren. Aber das Endergebnis ist ja immer das Ziel, dass der Benutzer wenig komplex, sehr einfach das verwenden kann. Das ist das Endergebnis sehr schlicht halten für den Benutzer, aber alles Notwendige zu haben dazu. So ein weiterer Bereich, müssen die mobilen Apps zusätzlich entwickelt werden oder kümmert sich die Plattform darum? Ich habe es ein bisschen am Anfang erwähnt gehabt, es ist so, dass wir ein Responsive Design haben. Ich zeige es Ihnen gerne nochmal. Und zwar im Webbrowser, wenn wir jetzt beispielsweise die Startseite aufrufen, da sieht man es ganz gut. Habe ich ja mein Telefonbuch und alle meine Informationen, die bereitgestellt sind. Das Ganze passt sich dann an auf Tablet-Sicht. Das heißt, man kann definieren, ab wann so ein Umbruch stattfindet. Und irgendwann mal auch auf Tablet, Entschuldigung, auf Smartphone-Sicht. Dementsprechend hätte ich jetzt hier mein Menü etwas anders aufbereitet und die Container, die brechen um. Ich kann auch steuern, welche Informationen auf welche Weise und wo hier bereitgestellt werden. Oder auch das ist möglich. Gut, ich merke auch von der Zeit her haben wir, glaube ich, ein bisschen überschritten. Also 45 Minuten war eingeplant. Ich hoffe, das ist trotzdem dennoch für Sie alles in Ordnung. Sie kriegen, nachdem wir jetzt das Webinar schließen, noch eine kleine minimale Umfrage. Würde mich freuen, wenn Sie daran teilnehmen. Ansonsten vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag und würde mich freuen, wenn wir auch nochmal voneinander hören. Tschüss.